Durch den ganzen Stress und meine Tochter habe ich ein paar Pfunde zugelegt. Deshalb trainiere ich täglich hier. Bambus zu schneiden hält nämlich wunderbar fit. Wie sieht's aus, Benny? Lust auf etwas Training? Klar. Ja. Richtig, jetzt weiß ich's wieder. Ach, du musst so oft wie möglich, genau. Gut, ja, probieren wir aus. Gut. Oh. Oh, 21 Mal durchgeschnitten. Sachte, mein Junge, du kannst wieder durchatmen. Du hast den Bambus 21 Mal geteilt. Du bist wirklich talentiert. Eine beeindruckende Leistung und eine tolle Schwertführung. Hier, das hast du dir redlich verdient. Ein Herzteil? Ach, Schattenkristall. Okay. Beim nächsten Mal will ich mindestens 28 Stücke fliegen sehen. Ja, da brauche ich aber ein längeres Schwert, glaube ich. Ist gar nicht so einfach. So, ab zum Wolkenhort und dann das Ganze für heute auch schon wieder beenden. Ups. Hey, werde ich wenigstens am Wolkenhort vorbeigebracht? Nee. So. Aber ihr seht, es gibt hier allerlei fliegende Inseln. Hups. So. Das nehmen wir weg. Bambusinsel. Gut. Ja, es gibt hier allerlei fliegende Inseln. Auch das hier wird für uns später noch von Bedeutung sein. Dieser große, ich sag mal, diese große Sturmwolke oder was das sein soll. Da werden wir später auch noch hin müssen. Also kommen wir nicht dran vorbei. So. Na, siehste. Okay. Na, sind wir wieder hier? Ja, wir sind wieder hier. Mich würde jetzt interessieren, was dieser Stein zu sagen hat. Ihr erinnert euch an den Stein? Ihr wisst, welchen ich meine? Der da. Er hat was Neues für uns. Ich habe eine neue Vision für dich, okay? So, Wolkenhort und Wolkenmeer. Zentrieren. Folge dem geheimnisvollen Mädchen. Wie komme ich in Terrys Laden? Das haben wir schon selber geschafft. Siegelhain, was war das? Dekurania-Jagd für Anfänger. Warte mal, Dekurania? Ach ja, das sind diese fleischfressenden Pflanzen. Wald von Firone. Die Bienenplage. Hol dir das Netz von Terry, genau. So kannst du Bienen fangen. Jetzt bist du dran, Octorok. Ach, das ist ein Octorok. Genau, da brauchen wir ein Schild. Okay. Kyo, wo bist du? Haben wir auch geschafft? Ah, okay. Wir gucken sie uns trotzdem an. Die Bienenplage. Auf zum Tempel. Ups. Genau, zum Tempel geht's da hinten lang. Genau. Und rein in den Tempel.
Genau. Und zurück. Bonus. Was ist das denn? Insektenfangen leicht gemacht. Ist eigentlich relativ einfach. Super. Ja, dann haben wir alles, was wir sehen konnten, schon gesehen. Also wenn wir später irgendwas nicht wissen oder sowas, also da gibt es auch einige Geheimtipps. Gibt natürlich auch so einiges, was so ein bisschen spoilert, ja. Aber alles eben zu meinem Nutzen. So, dann holen wir uns eben nochmal einen neuen Schild. Und haben einen Himmelsfalter gefangen. Cool. Achso, wegstecken und dann stattdessen einfach mal... So. Ach, hier sind auch noch Krüge. Ich glaube, wir können schon wieder zum Bazar. Na, den haben wir. Es ist gar nicht so einfach, diese Viecher zu fangen, weil, gibt mehrere Möglichkeiten, mit diesem Dings hier rumzuwedeln. Okay. Und einmal rein in den Bazar. Was hat er denn neu? Ihr interessiert euch also für ein Holzschild. Natürlich nehmen wir den. Ah, 50 Rubine, okay. Okay. Gut. Den Schild werden wir erstmal verstärken. Items verbessern. Hört sich gut an. Schleuder, aha, können wir alles verbessern. Ich muss da gerade eben kurz ein weiteres Video zu meinem Upload hinzufügen. Grand Theft Auto Poppy Mitchell, genau. So, das Netz können wir noch nicht groß machen. 50 für die nächste Schleuder. Ach, den Schild können wir verbessern. Kein Problem. Und super. Also es gibt so viel zu entdecken in diesem geilen Spiel und es ist wirklich cool. Aber manche Rätsel sind echt schwer zu lösen, aber das werdet ihr auch noch herausfinden. Gut. Okay, also ab nach draußen und wieder zurück zum grünen Strahl. Ach, das freut mich ja. Wir gehen jetzt, warte mal, wo war denn der nochmal?
Es werden nach den ersten Tempeln sowieso weitere Aufgaben kommen und sowas. Das ist ja alles nur der Anfang. Den haben wir gefangen. Dann gehen wir noch auf die andere Seite, da wo auch der Friedhof ist. Diese Viecher hier. Sind absolut nicht zu unterschätzen. Ihr werdet bald wissen, was ich meine. Hier ist so jetzt nichts. Okay, also springen wir hier einfach mal runter. Und ab zum Tempel. Okay. So, ab nach unten. Wir können uns jetzt entscheiden, wo wir landen wollen. Gut. Ah, wir gehen zum Tempel im Wald. So, alles soweit fertig. Und dann ab in den Tempel. So, hier werden wir dann speichern und dann werden wir das Ganze erstmal beenden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß an der ersten Aufnahme. Das war immer noch die erste Aufnahme Legend of Zelda. Nicht A Link Between Worlds. Das ist ja schon mal wieder ein Fail. Skyward Sword, und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.